Hallöchen, ich habe ja schon ein Stückchen hier drüber gesprochen im vorigen Video. Ich versuche es mal oben zu verlinken. Oder ich mache es in der Videobeschreibung. Ist ziemlich am Ende, da hatte ich ja drüber gesprochen, dass die nicht funktioniert. Sie funktioniert. Kann ich schon mal sagen, sie funktioniert. Sie funktioniert auch mit dem Prozessor. Jetzt habe ich ja hier den Prozessor MC6830 RP33B drauf. Hier ist noch eine FPU drauf, ein MC6888 2FN33A. Und ich hatte ein bisschen was falsch erzählt. Ich hatte vorher ja den MC6860EC030 drauf. Das EC heißt nicht Enhanced oder sowas, oder wie ich gesagt habe, sondern Efficiency oder sowas. Irgendwie so, ich hab da mit Leuten geredet. Ist eine abgespeckte Version gewesen ohne MMU. Der hier hat eine MMU drinne. Der läuft auch hier drauf. Und das Problem daran war, ist der Quarz. Das ist ein 40 MHz Quarz. Versuch es zu zeigen hier. Das ist ein 40 MHz Quarz Oszillator. Ist da drauf. Der funktioniert nicht. Startete nicht, nix. Ich habe den versucht zu messen, er schwingt nicht. Dann habe ich aus dem alten Amiga, den ich noch habe, als Schlachtboard, den ich irgendwann mal geholt habe, den Quarz hier ausgelötet. Das ist ein 28,37516 MHz. Sitzt in der Nähe vom FAT-Agnus. Ihr seht schon, den habe ich schon ein bisschen modifiziert, weil der nicht so ganz passt. Wenn ich den aber drauf stecke, dann läuft die Karte. Und der Sys-Info mit 29 MHz und ist ungefähr so schnell wie ein Amiga 3000. So, das interessiert mich aber alles nicht in dem Sinne. Ich stecke den jetzt noch mal drauf. So. Ich werde euch versuchen gleich zu zeigen, dass es auch wirklich hinhaut. Es haut auch hin mit MEPROM. Ich glaube, das heißt so, dass das Kickstart hier auf die Karte für schnellere Operationsgeschichten irgendwie drüber kopiert wird. Das funktioniert. Die FPU kann ich nur, glaube ich, synchron laufen lassen, nicht asynchron. Weil vorher lief sie asynchron. Da vorher ja 40 MHz der Prozessor hatte und 33 MHz die FPU, macht ja alles nichts. Speicher habe ich jetzt nur zweimal 16 MB drauf, das sind 32 MB, die ich dann hätte. Das kann ich euch zeigen. Es ging theoretisch 64 MB. Ich habe bloß keine 32 MB SIM-RAM-Riegel. Das ist hier noch SIM-RAM, 72 Pin. Ich habe hier noch irgendwie was liegen. Das ist noch einer, da steht jetzt irgendwas mit 32M. Ob das jetzt 32 Megabyte sind, weiß ich nicht. Was ist denn hier unter den Aufklebern? Kann ich gleich mal googeln. Wenn ich die hier abkriege, kann ich mal gucken. Dann habe ich hier noch einen. Da steht aber gar nichts. Ich versuche das jetzt mal hier aufzubauen. Das wird ein bisschen kompliziert, weil ich den Amiga auf dem Kopf stehen haben muss und so weiter. Versuche ich euch mal zu zeigen, dass die wirklich funktioniert. Also ich hatte echt gedacht, ich brauche einen anderen Prozessor, aber der funktioniert und ich möchte den auf 33 MHz laufen lassen. Und quarzmäßig, ich habe jetzt eine Seite gekriegt, wo ich so einen Quarz kriegen kann. Ansonsten Konrad SMD Quarz muss nur eine Platine ätzen und Pins reinlöten, ist ja nicht so schlimm. Das muss ein Quarz-Oszillator sein. Ich habe hier irgendwo gestern mal ausgelötet gehabt. Das war wieder so ein normaler Schwingquarz. Also der zweipolige. Das ist ja hier dreipolig. VCC, Ground und dann raus, da ist alles schon drin. Da ist ja der Schwingquarz drin. Ich glaube, Spule und so weiter. Dass das alles schon drin, dass der schon richtig schwingt. Ja, gut. Aber ich werde es mal anschließen und dann zeige ich euch das mal kurz auf dem PC, dass die wirklich hinhaut.
Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, das müsste jetzt so passen. Ich schalte ihn ein. So, da muss ich jetzt erstmal einmal auf die Boot-Option gehen. DF1, Use, Boot. So, da sieht man schon 32 Megabyte ASMEM, 1, Dings Grafik-MEM. Jetzt bin ich jetzt, das ist jetzt die Workbench, die von der Diskette. Ah, mach mal weg. Jetzt bin ich noch mal. Ist das Info haben? Da. Und dann sieht man schon, Clock found, ist aber jetzt keine Batterie drauf. Da habe ich aber schon rausgemessen, wo ich da die Batterie drauf machen könnte. Und hier 68030, die FPU, MMU, not in use. Okay, ist aber vorhanden. Und Memory kann ich ja nochmal. Blizzard Mem, 32 Megabyte oder 31,5. War ja jetzt das Kick-ROM da drin ist und Speed. Ist in etwa wie der Amiga 1000, Amiga 3000. Hier steht 1, noch was. Ich bin bei 0,81, also ich bin ja jetzt hier bei 29 Megahertz in etwa, also 28,37, schieß mich tot. Und hier ist noch der Dings ein Comment drin. Ich weiß nicht, wer den reingehauen hat. Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt mal kurz das Amiga Test Kit reinhauen. Sagt er jetzt auch schon. Und Memory 33,5 Megabyte total fast 31,5. Wenn man jetzt Test All Memory macht, das dauert jetzt relativ lange. Battery Clock. Ja. Aber da ist keine Batterie drauf. Jetzt steht hier 78. Ach, wenn ich Reset mache, geht er auf 2016. So, Chipsets, Denise, Agnes, Alice ist klar. Weil ich jetzt nochmal hier die Tests mache. Ja, CIAB. Fail und Fail, ist noch dasselbe. Gut, aber das wäre das gewesen, die läuft. Starte gleich mal die HDD, kann ich gleich mal. Da will ich noch mal gucken mit den zwei RAM-Riegeln, die ich da habe, ob er die irgendwie erkennt. Und dann 32 Megabyte bei ist. Wenn dann 32 Megabyte bei ist und einer mit 16 Megabyte dazu, das ist das Gute, ich kann verschiedene zusammenstecken. Müssen nicht unbedingt immer die gleichen sein. Dann habe ich auch ein bisschen mehr RAM. Gut, aber das wäre das jetzt für das Video hier. Die funktioniert. Ich muss bloß halt einen Quarz haben. Passenden. Den ich jetzt habe, der passt ja halt nicht ganz. Aber zum Testen reicht es. Gut, dann danke fürs Zugucken und
War jetzt eigentlich ungeplant die Aufnahme, aber warum nicht? Ich will euch auf dem Laufenden halten. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.